Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute behandle ich mal, wie kopiere ich einen Datensatz in Base für LibreOffice und OpenOffice das gleiche, ohne skripten zu müssen, also ohne irgendwie Code zu schreiben. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch bitte meinen Channel oder hinterlasst wenigstens ein Like. Ich freue mich über jeden, der Feedback gibt. Nun zum Thema. Ich habe hier schon mal eine kleine Datenbank vorbereitet und in dieser Datenbank habe ich jetzt hier zwei Tabellen. Das heißt, es ist eine Namenstabelle oder eine Kundentabelle und das zweite ist eine Tabelle Milchabos. Das ist jetzt nur rein fiktiv, hat keinen tieferen Sinn. So, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, also es ist jetzt nur rein fiktiv, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde noch ein weiteres Abo haben möchte, also man sieht ja hier, jetzt habe ich Namen-ID, ich mache mal Namen-ID auf, das ist die IDs für die Kunden sozusagen und hier hinten sind die, sag ich mal, Daten des Kunden. So. Wenn ich jetzt ein Abo doppeln will oder verändern will oder eins zusätzlich machen will, dann könnte ich jetzt hier hergehen, würde diese Spalte markieren und mit festgehaltener linker Maustaste einfach ein bisschen nach unten ziehen. Das heißt, es muss nicht hier in das Freifeld, das reicht, wenn man hier bloß eine Zeile weiter nach unten schiebt und dann die Maustaste loslässt und schon hat man den Datensatz kopiert. So, nun sagt man natürlich, schön, das ist, da weiß ich jetzt ganz genau, was ich gemacht habe. Also das heißt, man hat ja hier jetzt den Datensatz 2 und hier haben wir den Kunden 2 noch ein Abo verpasst mit 55. Das heißt, der könnte jetzt hier noch abweichen irgendwie. So, also man hat gesehen, innerhalb der Tabellen, das Kopieren ist noch relativ einfach. Leider gibt es halt hier keinen Knopf duplizieren oder hier mit Datensatz kopieren. Das geht sogar noch. Also man das hier kopiert. Man kann aber leider nicht einen Datensatz hier mit rechter Maustaste oder hier einfach über das Menü zusätzlich einfügen. Finde ich sehr schade. Hätten die lieben Entwickler wirklich mal irgendwie verbauen können. So. Natürlich arbeitet man ja wahrscheinlich, wenn man das hier in LibreOffice macht, nicht mit den Tabellen. Also sonst könnte man das ja gleich in Excel oder halt in den, sag ich mal, in den OpenOffice selber im Sheet machen. Also wird man mit Formularen arbeiten. So, jetzt habe ich hier zwei Formulare angelegt. Und die Formulare, die greifen dann auf Abfragen zu. Das heißt, das Ziel ist ja, die Information aus zwei hier zusammenzuführen. So, jetzt gehe ich mal hier auf die Abfragen. Das ist jetzt noch eine ganz einfache Abfrage. Das heißt, diese Abfrage, die geht ganz normal, ohne komplizierte Querverweise auf die Tabelle Milchabos. So könnte man jetzt noch filtern, sortieren oder was auch immer, wie man es treiben möchte. So, in dieser Abfrage drin kann man auch den Datensatz hier einfach so kopieren. So, also egal, ob da ein Filter draufgesetzt ist, das heißt irgendwelche Werkklauseln oder irgendwas anderes oder eine Sortierung, funktioniert erstmal. Aber funktioniert nur soweit die Abfrage nicht eine zweite Tabelle inkludiert hat. Das habe ich jetzt hier gemacht. So, wir sehen jetzt hier, dass die Kunden und die Abos zusammengeführt sind. Das heißt, wenn wir das jetzt hier sortieren, wenn wir das jetzt hier sortieren, das sind meine ganzen kopierten Abos von dem Max Mustermann. Die sind hier
zusammengeführt. So, zeige ich doch mal in der SQL-Ansicht. Das heißt, also das hier oben, das sind jetzt die Spalten, die sozusagen angezeigt werden. Und hier zwischen from und where zeigt er an, welche Tabellen sozusagen bei dieser Abfrage abgefragt werden. So. Konsequenz dessen ist, man kann den Datensatz hier nicht mehr kopieren. Also spätestens hier ist es schon nicht mehr möglich, ohne einen komplexen SQL-Befehl oder Skript, in dem dieser SQL-Befehl eingebettet ist, einen Datensatz irgendwie zu duplizieren. Ist auch völlig logisch, weil das LibreOffice ja in dem Moment gar nicht weiß, ja, in welcher Tabelle soll denn jetzt ein Datensatz angelegt? Soll jetzt ein neuer Kunde auch angelegt werden oder soll jetzt bloß das Abo angelegt werden? Daher, also spätestens wenn man dann zwei, drei, vier, fünf Tabellen miteinander verknüpft, würde der das standardmäßig nicht wissen können. Das heißt, hier muss man dann im Prinzip mit einem entsprechenden Makro sich das zusammenbauen. Das heißt, hier ist Schluss. So, das Gleiche haben wir ja jetzt, Spiel haben wir ja nochmal bei den Formularen, dann das Gleiche. Hier habe ich jetzt einfach die Abfrage inkludiert, nur von den Abos. Das heißt, wir sehen ja hier, hier sind jetzt keine Informationen zu den, zu den Kunden. Also nur außer der ID. So, hier ist wieder dasselbe Spiel. Wir müssen immer ein Grid einblenden oder halt Ansicht und die Datenquelle hier mit einfügen, Tabellen, Milchabo oder was auch immer. Das heißt, man könnte jetzt hier auch Namen Milchabo gehen, dann könnte man hier drin jetzt noch Daten hinzufügen, indem man das jetzt hier kopiert. Das hat man aber in der Regel nicht eingefügt. So, wenn man jetzt diese Datenquelle oben da nicht eingeblendet hat und sich kein Grid eingefügt hat. Also das heißt, hier sieht man alle Abos und wenn ich jetzt hier anklicke, kann ich halt links navigieren. Man kann ja standardmäßig auch hier unten navigieren. Nur dass man hier halt das Problem hat, auch die Datenquelle nicht kopieren zu können. Also das heißt, hier gibt es keinen Knopf, um diese Datensätze zu kopieren. In dem Grid hier drin, da ist es nach wie vor möglich, einfach einen neuen Datensatz zu generieren. So. Funktioniert aber auch nur, wenn die Abfrage keine zwei Tabellen beinhaltet. So. Also das heißt nur für ganz einfache Szenarien. Wir gehen halt nur noch mal hier rein. Wenn man, Moment, darüber arbeiten war schon richtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Element entferne, beziehungsweise tut das mal nicht speichern, sondern wir duplizieren das hier einfach mal. Und bearbeiten. Ach Quatsch. Genau. Und entfernen. Und öffnen das. Das heißt, jetzt haben wir keine Möglichkeit, den Datensatz hier irgendwie zu kopieren. Wie gesagt, ist sowieso nur ein Thema, wenn man einfache Tabellen irgendwie pflegen will und man will eine vernünftige Eingabemaske dafür sich zusammenbauen. So. Wenn wir jetzt eine komplexere Abfrage haben, also ist im Prinzip das Gleiche, nur dass ich halt hier die Abfrage inkludiert habe mit, also diese Abfrage 2, wo beide Tabellen, also der Kunde und halt das Abo zusammen abgegriffen wird. Da haben wir dann bei dem Excel-Grid genau dasselbe Problem, können im Prinzip hier nicht mehr den Datensatz einfach irgendwie duplizieren. So, das heißt, hier, spätestens hier, müssen wir auch wieder das Makro ansetzen.
So, nun gibt es aber noch ein weiteres Szenario, das heißt, man möchte vielleicht gar nicht zwei Tabellen miteinander verknüpfen, aber man möchte vernünftige Suchparameter nutzen. Das heißt, man möchte oben ein paar Felder haben, mit denen man die Tabelle durchsuchen möchte. So, dazu habe ich hier eine zweite Instanz. Und zwar habe ich hier so ein bisschen ein paar Tabellen und zu jeder Tabelle gibt es im Prinzip einmal die Datenquelle und als zweites gibt es hier eine Tabelle, die ich nutze, um die Suche sozusagen abzufragen, also wo die Suchparameter eingegeben werden. So, weil es gibt im Internet einige Anleitungen, die sich die Suche, also wo die Suche sozusagen mit einem Querverweis auf eine zweite Tabelle gemacht werden. Und es gibt andere Anleitungen, wo die Suche über Parameter gelöst wird. So, ich habe jetzt beide Sachen abgebildet und dazu habe ich hier zum Beispiel jetzt mehrere Abfragen mir gebaut, mit denen ich rumexperimentiert habe. So, diese Abfrage, relativ komplex. Wir machen mal das in der SQL-Ansicht und dann müssten wir das mal ganz kurz hier ein bisschen aufsplitten. Da sehen wir auch, dass ich hier zwei Tabellen miteinander verknüpft habe. So, das ist jetzt nur mal zur Ansicht hier unten. Das erkläre ich jetzt nicht. Das wäre dann ein anderes Thema. Und jetzt gehe ich mal auf die Formulare und habe hier jetzt mir ein Formular gebaut. Da sehen wir, habe auch wieder ein Skript verbaut und hier unten sind die Felder für die Eingaben. Man kann das natürlich auch hier oben editieren, aber man kann halt hier jetzt durchnavigieren. So, und was natürlich funktioniert, ist jetzt hier das Filtern. Aber dahinter liegt jetzt eine Abfrage mit zwei Tabellen. Und was bedeutet das, wenn ich jetzt versuche, hier was einzugeben? Ich kann die Datensätze auch nicht mehr ändern. Ich kann die auch hier nicht kopieren. Dasselbe Problem. Dadurch, dass die Abfrage auf zwei Tabellen beinhaltet. Also das heißt, wir gehen nochmal zurück. Nee, das war jetzt das Falsche. Gehen hier zurück auf die Abfrage. Das heißt, das ist diese. Heißt, ich habe hier die Tabelle TB-Buchaufsätze und die Tabelle Buchaufsätze-Filter. So, was macht das Ganze? Und zwar, muss das mal ganz kurz hier nochmal aufsplitten. Der sucht in der Spalte Vorname, die im Prinzip in dieser Datensatztabelle ist, nach einem Begriff, der in die Spalte TB-Buchaufsätze-Filter, Filter-Vorname mit dem und noch ein Parameter enthalten ist oder halt nicht enthalten ist. Also das heißt, in der Tabelle Filter steht jetzt nichts drin. Moment, da müssen wir noch mal was eintragen. So, gehen wir in die Formulare und sagen jetzt hier mal Hans. So, dann sehen wir jetzt hier vorne sind alle gefiltert mit Hans. Und jetzt haben wir in der Tabelle Buchaufsätze Filter hier in F-Vorname den Hans. Also das ist das, was die Abfrage hier tut. So, jetzt wollen wir aber natürlich die Felder auch bearbeiten.
Also der Gedankengang, dieses Formular zu erstellen, war ja, ich wollte hier oben eigentlich mehr Filter haben, Filtermöglichkeiten. Und das Problem ist bei LibreOffice Base und auch bei OpenOffice Base, man kann sozusagen beim Formular, bei der Datenquelle nur 5 Parameter verwenden bei der Abfrage, also bei einer dynamischen Abfrage. Zeige ich gleich. So, das heißt, jetzt gehen wir hier mal auf Bearbeiten. Wir haben hier den Formularnavigator und haben eine Struktur, wo im Prinzip das Formular Buchaufsätze Filter bedeutet, Eigenschaften und hat die Datenquelle Buchaufsätze Filter. Das heißt, das ist mit der Tabelle Buchaufsätze Filter verknüpft. So, dann haben wir dieses Unterformular. Das ist alles, was unter der grünen Linie hier bei mir ist. Das ist mit der Abfrage Buchaufsätze DB verknüpft. So. Das heißt, jetzt hier könnte ich theoretisch Felder machen, so viel wie ich möchte. Also der Filter würde auf jeden Fall immer funktionieren. So, öffnen wir nochmal. Also das heißt, ich kann auch nach Herausgeber oder was auch immer irgendwas suchen oder Seitentitel oder keine Ahnung, was ich hier alles verknüpft habe. So, jetzt wollen wir aber die Datensätze weiter bearbeiten. Das habe ich jetzt hier umgesetzt und wir sehen hier oben sind auch schon wesentlich weniger Felder drin. Das liegt halt daran, dass man nur 4 Parameter verwenden kann. Die Quelle ist trotzdem sozusagen, also der obere Bereich war ja das überliegende. Gehen wir auf Bearbeiten und jetzt öffnen wir uns mal den Formularnavigator. Haben wir auch wieder den oberen Bereich Buchaufsätze Filter und wir haben den unteren Bereich, das sind die Buchaufsätze. So, jetzt gehen wir auf Eigenschaften mal. Hier habe ich jetzt eine Abfrage Buchaufsätze Parameter. Und hier ist das nach wie vor verknüpft mit der Tabelle Buchaufsätze Filter. So. Zeige ich gleich. Das heißt, ich öffne das jetzt mal im Neuen. Ich will es nur zeigen. Also hier kann ich jetzt ganz normal ziehe einfach jetzt den Datensatz hoch. Und jetzt hat er hier ganz hinten im Prinzip den Datensatz dupliziert. So, und ich kann den natürlich auch bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier umklicke und hier drauf, sieht man, der wurde sozusagen auch schon gespeichert. So, den lösche ich mal jetzt wieder raus. Das war jetzt bloß mal so zum Test. Und was ist jetzt der Unterschied gewesen? Der Unterschied ist in der Abfrage, das heißt, wir machen jetzt mal zu, die relativ komplex ist. Und da gehen wir jetzt auch mal, machen das mal ein bisschen auf hier und machen mal das mehr. So, wir sehen als allererstes, dass wir nur die Tabelle Buchaufsätze abfragen. Und dann, als zweiter Unterschied ist, dass wir hier nicht eine zweite Tabelle nehmen, sondern wir haben hier Parameter als sozusagen als Filter eingefügt. Das ist im Prinzip genau, also hier stand vorher die Tabellenspalte der Filtertabelle und jetzt steht hier im Prinzip ein Parameter, also ein Platzhalter oder wie man es nennen will, also wer sich nicht auskennt. So, wie habe ich es gemacht? Also man muss das jetzt hier nicht drin editieren. Ich wollte es jetzt nur mal zeigen,
Was ist jetzt der Unterschied? So, gehen wir auf Bearbeiten und machen uns nochmal den Navigator auf. Hier hatte ich ja schon gezeigt, also es weist genauso auf die Tabelle. Und hier unten gibt es einen wesentlichen Unterschied noch. Und zwar, also hier sind diese Buchaufsätze Parameter, ist jetzt die Datenquelle. Und natürlich sind ja dort die Parameter drin und das System muss wissen, ja, welche Parameter sind denn das? Also mit was wird denn, werden denn diese Parameter befüllt? So, und da haben wir dann hier, bisschen vergrößern hier, einen sogenannten Matcher. So, das heißt, das ist in meinen Augen, also man könnte jetzt hier irgendwelche Tabellen oder andere Sachen einfügen, aber man muss halt seine eigenen Parameter wissen, die man da vergeben hat. Und hier matche ich im Prinzip den Parameter mit der DB-Buchaufsätze-Filter-Tabelle. Das heißt, das Formular unten weiß, dass in dem Parameter, bei der, oder die Abfrage weiß, dass bei dem Parameter die Quelle hier oben oder diese Filtertabelle ist. So, leider lassen sich hier nur vier einfügen und deshalb auch nur vier Filter. Und deshalb hatte ich da auch so ein bisschen das getrickst. Das heißt, diese Wer-Anweisung, die geht halt für Filtername auf Vorname und Nachname und Filtertitel, der geht halt auf Aufsatztitel, Buchtitel. Und so weiter. Man muss es ja auch nicht übertreiben mit den vielen Filtermöglichkeiten, aber so kann man das sich ein bisschen eingrenzen. So. Das war jetzt nur mal ein kleiner Rundumschlag, für ein technisches Detail, also wie man jetzt so eine Maske aufbaut und wie das dann genau abläuft. Da gibt es einige Anleitungen im Internet bereits. Wenn irgendwie was Spezielles gewünscht wird, könnt ihr mich natürlich auch mal einen Wunsch äußern, oder an mich einen Wunsch äußern, dass ich das dann mal mache. Ich wollte das halt bloß mal erklären, weil wenn man im Internet sucht, wie man solche Filtergeschichten zum Beispiel macht, da findet man beide Varianten. Und bei beiden Varianten gibt es Vor- und Nachteile. Also das heißt, wenn man diese direkte Verknüpfung mit der Datenbank hat oder mit dieser Filtertabelle hat, dann kann man beliebig viele Suchfelder sich definieren. Und wenn man die Variante mit den Parametern nutzt, dann kann man sozusagen nur vier Suchfelder nutzen. Natürlich kann man dann auch noch weitergehen und mit Skripten anfangen. Aber das sind diese ganzen skriptlosen Varianten erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erhellen und war jetzt nicht zu verwirrend unterwegs. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte, wie gesagt, ein Like oder ein Abo hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in das neue Jahr 2021. Und wir hoffen natürlich, dass alles besser wird, als es im Jahr 2020 gewesen ist. Okay, ich wünsche euch was. Tschüss, euer Christoph.